Es ist noch früh am Morgen in Mitteleuropa. Die ersten Menschen sind unterwegs im geschäftlichen Treiben. Unter ihnen lebt auch das digitale Tier, das wir auf seiner Entwicklung zu einem Polaritier begleiten möchten. Das junge digitale Tier ist für seine Verhältnisse schon sehr früh erwacht und macht sich müde auf den Weg. Fortgeschritten und bequem wie das digitale Tier ist, nutzt es eine neue Technologie, um seine eigene Energie zum Laufen zu sparen. Es fährt mit dem Auto. Bereits so früh am Morgen scheint das digitale Tier in Aufruhr zu sein, da die Spezies der Klimaaktivisten den morgendlichen Habitus stören. Siehst du nicht, dass... Eine Bürde sind auch die viel zu hohen Spritpreise, welche seine Umwelt generiert. Die eigene Energie kann zwar gespart werden, dafür aber ein weiteres Gut, das Geld nicht. Ein Artgenosse nähert sich unserem digitalen Tier, bleibt allerdings unentdeckt. Es findet eine indirekte Kommunikation statt, durch ein Stück Papier. Das digitale Tier, welches sich im permanenten Zeitdruck des Alltags befindet, entgegnet mit Desinteresse. Das digitale Tier ist wieder zurück in seinem Habitat und geht seiner liebsten Beschäftigung nach, dem Konsum in der digitalen Welt. Die Nutzung des Smartphones macht seine Hauptbeschäftigung handlicher und bequemer. Der Flyer scheint allerdings doch interessant zu sein. Scheinbar hat das digitale Tier eine Gruppe von Artgenossen gefunden und nähert sich dieser an, natürlich per digitaler Spur. Der Prozess der Entwicklung des digitalen Tiers zu einem Polaritier beginnt durch sein Agieren im Netz. Digital sucht es verschiedene Orte nach den Spuren des Rudels der Klimaleugner ab und zeigt seine Zuneigung. Sie haben als Ziel das gesellschaftliche Fundament, auf dem die Menschheit wächst und gedeiht, für eine neue ökosozialistische Dystopie es zu Zeit, zerstören. Dass wir dieser depressiven Anti-Haltung ein Ende setzen. Es gibt gar keinen Anlass, dass das Klima uns vernichtet. Überhaupt nicht. Klima wandelt sich seit Jahrmillionen und zwar ohne Zutun des Menschen. Wer Dino, Education Friday, Schwänztage organisiert, zerstören dafür die Grundlagen unseres Wohlstands. Die jetzige Energiepolitik fußt auf der Hypothese, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen das Klima maßgeblich beeinflusst. Dafür gibt es trotz 30-jähriger intensiver und mit zig Milliarden gepimperter Forschung keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis. Ein anderes Polaritier nimmt Kontakt auf. Im Schutze des Rudels und getarnt in der Dunkelheit entfaltet das digitale Tier seine Polarisierung in der realen Welt. Das Rudel begibt sich auf die Jagd. Der Reifeprozess, die Polarisierung, ist somit abgeschlossen und unser digitale Tier zu einem vollständigen Polaritier herangewachsen. Als Teil des Rudels, der Klimaleugner, ist es nun ein gefährlicher Feind für viele Lebewesen, allen voran für die Eisbären.